So, oh Gott, ist das laut. Moin, moin, neues Video bei uns auf dem Kanal. Heute ist letzter Tag, Alter, schreien die alle hier rum, letzter Tag der Liga. Liga-Start, ich war ja bei vielen Starts die Saison leider nicht dabei, aus privaten und gesundheitlichen Gründen. Und wir haben den letzten Start der Landesoberliga Damen und der Landesliga Herren. Landesliga Herren sind wir mit zwei Mannschaften dabei. Die zweite Mannschaft hat noch eine Chance auf den ersten Platz. Ich glaube, die spielen heute gegen den Erstplatzierten, müssen sich alle Punkte holen. Cullen ist mit dabei heute, David, James und Klausi, also ziemlich beste Aufstellung, die man haben könnte. Die Damen haben, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Potenzial. Und dann haben wir noch uns, die dritte Mannschaft. Wir sind irgendwo unteres Mittelfeld und es kann nicht viel passieren, deswegen haben wir heute Aiden und Stanley mit dabei, beide Jugendliche zu den Deutschen, beziehungsweise die zu den Deutschen fahren, also sollen sie ein bisschen Spielerfahrung sammeln. Und hier ist noch der kaputte Thomas. Guten Morgen. Ja, Thomas und ich. Wahrscheinlich bin ich erstmal draußen und lasse die Jugendlichen spielen. Thomas, wie fühlst du dich so nach dem Wochenende? Sehr gut. Wir waren, ich bin hochmotiviert heute. Ja. Wir waren letztes Wochenende nämlich hier, da waren die Deutschen, das haben wir ja schon hochgeladen. Also Ingelheim. Anderes Ölbild, komplett anderes Ding. Schauen wir mal, was es heute wird. Wir haben eine Rechnung offen heute. Das stimmt. Ja, und deswegen, ja, gleich Probewürfel, so in 10 Minuten. Muss mal gucken, wo wir spielen, Kameras aufbauen. Und vielleicht schnacke ich ein bisschen zwischendurch, wenn ich nicht selber spiele. Wir machen alle 4 Probewürfe, gucken, wie wir draus sind. Ich gehe aber davon aus, dass ich die Jugendlichen erstmal spielen lasse und vielleicht erst am Nachmittag selber reingehe, weil wir haben nichts zu holen. Und dann ist es besser, wenn die ein bisschen Erfahrung sammeln, gerade für die Deutschen ist wieder ein Wettbewerb, als wenn wir zwei Altgesessene einfach nur hier sind und unsere Bälle werfen. Ja, also mal schauen. Also bis gleich.
fast Halbzeit. Ich bin, wie erwähnt, die ersten drei Spiele rausgeblieben. Probewürfel liefen eigentlich ganz gut, aber ich habe mir gedacht, Aiden und Stanley sollen ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und Thomas sollte das Ganze mal anführen. Hat nicht ganz so funktioniert für Thomas jedenfalls. Der hat in den 154, 155 jetzt gerade auf dem Weg zu 158, also zumindest eine Steigerung. Aiden relativ schwach angefangen, hat sich aber gut angepasst. Ich gebe denen mal so ein bisschen Tipps oder versuche zu ihnen zu sagen, wie lange spielen können. Und ähnliches, Aiden hat mit knapp über 110 angefangen, ist auf 140 hoch. Und wenn er so weitermacht, schafft er gute 150. Und Stanley hat im Großen und Ganzen so einen guten 180er-Schnitt gespielt. Ein bisschen unkonstant bei der Ballabgabe, zwei Händer, sehr, sehr viel Umdrehung, aber auch für ihn relativ gut zu schauen, okay, wie läuft das? Denn am Nachmittag werde ich wahrscheinlich rein und unsere Herren spielen richtig gut. Die zweiten Herren, die haben 18 Punkte und ich glaube, der Gegner hat insgesamt zwei nur. Das heißt, sie könnten sie tatsächlich überholen, wenn sie das letzte Spiel noch gewinnen und dann am Nachmittag nochmal richtig reinhauen. Unsere Damen, glaube ich, haben insgesamt 6 Punkte bis jetzt geholt, spielen aber auch gegen eine andere Herrenmannschaft, die ziemlich weit oben ist. Also im Großen und Ganzen relativ interessanter letzter Spieltag bis jetzt. Gleich ist Mittagspause, lecker Schnitzel und dann geht es nachmittags gleich wieder weiter. So, Mittagspause vorbei, ich habe Tortellini gegessen, hätte ich mal sein lassen sollen. Ich fühle mich so voll, ich würde mich am liebsten hinlegen. Nachmittag, wir spielen gegen unsere ersten Damen. Heißt Freundschaft dieses Spiel, wo wir natürlich versuchen, unser Bestes zu machen, denn man gibt ja keine Punkte innerhalb von Mannschaft ab. Ist unsportlich und am Ende geht es ja auch darum, dass wir einfach alle Spaß haben wollen. Wahrscheinlich werde ich jetzt drinnen bleiben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Aiden oder Thomas draußen lasse. Ich gucke mir das ein bisschen nach den Probewürfen an. Wahrscheinlich eher Thomas, damit Aiden vielleicht noch ein, zwei Spiele machen kann. Herren haben richtig gut gespielt. Die haben 40 Punkte geholt, sind aktuell auf Platz 1. Kommt jetzt ganz stark darauf an, wie sie nachmittags spielen und die Gegner Koblenz spielt. Je nachdem, wenn die Punkte gleich holen, bleiben die Herren, glaube ich, auf Platz 1. Aber genau wissen wir es erst am Ende des Spieltages und wahrscheinlich noch nicht mal heute, da es noch eine Berechnung gibt für Bonuspunkte, die wir vor Ort wohl nicht machen können. Nichtsdestotrotz geht es um Spaß, gucken, was Stanley und Aiden machen können, ob Thomas mehr als 155er Schnitt spielt und ob ich überhaupt besser spiele. Denn ich habe noch so einen kleinen, wie nennt sich das, kleinen Albtraum vom letzten Wochenende hier. Aber die Ölung des Sanders ist deutlich einfacher. Mal gucken, wie das so wird.
So, Ende des Nachmittags. Thomas ist schon los, den haben wir nach dem ersten Spiel ausgetauscht. Er hat nochmal 130 gespielt, war nicht so gut drauf. Und dann haben wir gesagt, Aiden und Stanley sollen noch mit mir weiterspielen. Und das lief eigentlich ganz gut. Wir haben gegen die Damen gespielt. Ich werde die Gesamtergebnisse nicht nach dem Spieltag jetzt haben. Werde aber warten, dieses Video zu rendern, bis wir sie haben. Und da werde ich wahrscheinlich am Ende nochmal ein bisschen, während ich euch Bowling zeige, kurz sagen, wie die letztendlichen Platzierungen waren. Stanley hat sich nicht ganz so gefangen. Also der hat immer wieder gute Anwürfe, Probleme mit den Räumen gehabt. Ich glaube, am Ende ist er so auf einen 170er oder 168er Schnitt gekommen. Aiden hat sich wirklich verbessert. Gerade das letzte Spiel nochmal einen guten 190er rausgekloppt. Und es wurde immer besser von Spiel zu Spiel. Also ein bisschen Sicherheit noch mehr. Und ich habe mit sagenhaften 146 angefangen. Dann Ball gewechselt und konnte mich noch auf einen 190er Schnitt retten mit einem 221er und nochmal einen 203er oder so hinterher. Schlimm war es bei den 221er, dass ich im 10. meinen Anwurf in die Rinne gemacht habe, weil ich den Ball verloren habe und danach nur 6. Das heißt, ich habe im 10. noch nicht mal ausgeräumt und trotzdem so hoch gespielt. Das war ein wirklich gutes Spiel. Ja, die Herren, kann ich nicht sagen, es sieht gut bei denen aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Also vormittags hatten sie ja gewonnen, wie es jetzt nachmittags aussieht. Deswegen, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Voice-Over machen zu ein bisschen einfach Footage und euch hoffentlich sagen können, wie die Liga am Ende tatsächlich zu Ende gekommen ist. Ihr könnt uns gerne natürlich unten reinlassen, ob ihr solche Videos gerne seht. Mehr vom Vereinsleben, mehr vom Liga-Betrieb. Denn nächste Saison werden wir voraussichtlich mit 6 bis 7 Mannschaften unterwegs sein, was ziemlich cool ist. Aber dazu an anderer Stelle dann mal ein bisschen mehr Infos.